Ja, grüß Gott, Herr Graf. Jetzt sind Sie wieder da. Ja. Wann war denn das letzte Mal, wie wir hier zusammen gesessen sind? Wie lange ist denn das her? 2 Jahre. 2 Jahre schon. Ja, ja. Herrgott, nochmal. Unterdessen hat sich einiges getan. Ja, ja. Ja, ich glaube, ich habe sogar gehört, man soll Sie jetzt anreden mit Herr Doktor. Ja, ich danke schön. Ja, jetzt bin ich wirklich Ehrendoktor geworden. He? Das ist ja eine komische Geschichte gewesen. Da habe ich auf einmal einen englischen Brief gekriegt. Und ich kann doch nicht Englisch lesen. Jetzt habe ich ihn da hintergeschmissen. Da gehe ich zu einem Nachbarn über und sage, geh, lesen Sie mir doch einmal den Brief. Da war er aber schon 3 Tage gelegen. Na, liest er den, dann sagt er, ja, Sie sind gut, Sie werden doch da Doktor, nicht? Sie müssten doch da hinfahren, nicht? Na, habe ich erst wieder einen anderen haben müssen, der wo den englischen Brief beantwortet, nicht? Das ist jetzt alles sehr kompliziert. Na, bin ich aufgefahren. Ja, Gott sei Dank. Welche Universität ist denn gewesen? Die Wayne State Universität in Detroit. In Detroit? In Michigan. Ja. Und dann habe ich gleich gesagt, dass ich nicht Englisch kann. Nicht? Dann hat der gesagt, na, das ist ja nicht nötig. Nicht? Man braucht da überhaupt nicht reden. Jetzt haben die das Dinner gegeben und da waren mit mir noch andere 4. Nicht? Und da vor mir sagen sie, ich muss jetzt doch reden. Nicht? Ja, sag ich, also ich kann ja reden, aber ich kann nicht Englisch. Sagt er, nein, das macht nichts. Da ist ein Professor neben mir gesessen und der hat jeden Satz übersetzt. Ne? Und das war wirklich schön. Ne? Ja, das glaube ich. Weil ich war der einzige Ausländer. Ne? Und um meinen Tisch war wirklich der Stellvertreter vom Gouverneur, der Bürgermeister und alles war da. Ne? Ja. Und sagen Sie, da sind Sie so eine Art Ehrendoktor der Philosophie, oder? Ja. Philologie oder wie? Nein, Philosophie. Philosophie, ja, ja. Ja. Und warum sind Sie jetzt herübergekommen wieder? Ist da auch ein Anlass gewesen? Ja, ja, freilich. So geht das nicht, dass ich bloß so rüberfliege. Ich bin ordentliches Mitglied von der Akademie der Künste in West-Berlin. Ne? West-Berlin, ja. Und die haben doch jetzt das Haus fertig. Da haben sie die Eröffnung gemacht und da haben sie mich eingeladen. Darum bin ich rübergekommen. Ne? Sehr schön. Und dabei besuchen Sie natürlich Ihre Verleger. Und ja, ja. Da schauen ja. Sie wieder, was weiterkommt. Ja, ja. Ja. Und was ist denn das nächste größere Buch, was Sie sich, oder nächste größere Erscheinung? Ja, das ist ein großes Buch. Wir wissen noch gar nicht, ob es 2 Bände werden oder bloß einer. Das ist der große Bauernspiegel, der kommt beim Tesch raus. Aber erst nächsten Herbst, weil das ein Riesenbuch ist. Ne? Das haben Sie jetzt in Amerika drüben geschrieben? Ja, die letzten ja. 2 Jahre ungefähr, ja? Da habe ich schwer gearbeitet. Ja, das glaube ich schon. Und sagen Sie, das Bauernspiegel, das ist so, wie man sich das früher vorgestellt hat, also als das Beispiel, sagen wir, sind die alten Bauernspiegel, die aus dem Mittelalter. Ja, das nicht ganz. Es sind nur Erzählungen. Einfache Erzählungen. Das sind meine großen Erzählungen, Bauernerzählungen. Nicht? Also größer wie die Kalendergeschichten? Ja, ja, die sind viel länger. Ja. Das sind lange, sehr ernste Geschichten. Nicht? Und das ist eben, da ist auch der religiöse Bauer drin, wissen Sie? Da ist verstehe der Bauer in der ganzen, in der Ganzheit drin. Ja, das ist schon. Wir haben ja jetzt, heute gelesen in der Süddeutschen Zeitung, diese schöne Geschichte vom Pfarrer Meier. Die ist sehr hübsch. Und sagen Sie, wo stammen die her? Ja, die habe ich auch jetzt zu Amerika geschrieben. Jetzt in Amerika? Ja, die ist drin. Das sind schon Sie. Lustige Geschichten auch drin. Nicht? Ja, das glaube ich. Aber es ist eben der ganze Bauer. Nicht? Ja. Aber dann kommt in Frankfurt. Da kommt diesen Herbst noch ein Buch raus. Das andere kommt bei Tesch raus? Das kommt beim Tesch raus. Ja. Und das kommt diesen Herbst raus. Das sind meine literarischen Reden. Da ist zum Beispiel drin meine große Thoma-Rede. Richtig. Und dann die große Totenrede von Thomas Mann. Nicht? Ja. Und die über den Rilke und dann über die deutsche Literatur. Das ist ein ja. Und das bringt er raus im Verein mit der Wayne State Universität. Ja. Und das kommt jetzt raus. Nicht? Die übernimmt da also so eine Art Patenschaft dafür, für diese. Ja, die sind ein bisschen. Die haben da gleich gesagt, sie wollen meine gesamte Werke rausgeben. So, was tut denn ein bayerischer Bauernschriftsteller in Amerika? Ich meine, das ist ja vollkommen ja, Wahnsinn. Ja. Aber unser einer fragt sie ja auch, wie sie drüben jetzt sitzen, 2 Jahre in Amerika drüben.
und können nicht Englisch und Dings und alles, was wollen, und schreiben bayerische Bauerngeschichten. Woher haben sie nachher noch den Kontakt? Woher gehen das überhaupt zusammen? Ja, weil ich habe natürlich in Amerika sehr viele bayerische Freunde. Ja. Und die wohnen teilweise auf dem Land, nicht? Ja. Ja, die leben genauso, als wenn sie in Chiemgau drunten leben, nicht? Ach. Da geht es genauso noch zu. Ja. Vielleicht sogar echter noch, wie hierher. Das ist leicht möglich. Ja. Bei uns geht es oft gar nicht mehr so echt nein, zu. Nein. Ich weiß nicht, das muss Ihnen doch auffallen, wenn Sie jetzt rüberkommen. Ja, ich habe jetzt Oberbayern wieder durchreist und habe mich mit den Bauern und unterhalten und mit den Chauffeuren und bin in die Wirtshäuser rumgesessen. Ja, der Bauer ist natürlich jetzt hier herüben etwas vollkommen anderes. Ja. Ich meine, er ist ein technisierter Mensch und das Eigentümliche ist, dadurch, dass er keine Arbeitskräfte mehr kriegt, verkleinert er sich, verkauft die Gründe und ist eigentlich mehr ein Viehhalter und es ist das Bäuerliche ist. Die ganze Breite ist nicht mehr von, nein, die ist nicht mehr die es gehabt hat. Nicht wahr, dass man alles getan nein, hat und alles gehabt hat und alles betrieben hat. Nein, richtig. Das ist nicht mehr. Nein. Naja, dafür sind ja andererseits die Stützung und die Unterstützungen etwa da und so, dass es nicht ganz zugrund geht. Aber schade ist schon. Nein, es ist nicht nur schade, ich glaube sogar, es ist gefährlich. Wenn die Verkleinerung so weitergeht, wenn der Bauer immer danach dringt, dass er möglichst also abbaut und seine Gründe verkauft. Weil ihm die Arbeit zu viel wird. Ja, und dann könnt ihr von Ausland einkaufen. Ja. Das ist die Sache. Ja. Er ist auch im Denken anders geworden, der bayerische Bauer. Das hat mich sehr interessiert. Wissen Sie, es gibt natürlich noch absolute, wie man so auf uns sagt, Muhageldörfer. Ja. Wo die Häuser, das kennen sie ja sofort. Wenn sie ein richtiges bayerisches Dorf reinkommen, die Häuser müssen arschlings auf die Straßen stehen. Das ist ein richtiges bayerisches. Das ist aber nachher auch noch echt, nicht? Ja. Oh, da war ich in Wirtschaft, da bin ich reingegangen. Da habe ich gesagt, ein Bier möchte ich. Habt ihr noch was zu essen? Die waren Nachmittag. Da schaut mir der an und sagt, was zu essen? Ja, wir haben nichts. Ja, sag ich, habt ihr kein Brot auch nicht? Nein, ein Bier kannst du haben. Ja, sag ich, zu was bist denn du ein Wirt? Sagt er bloß unter. Das ist der Richtige. Die haben mir gefallen. Na, so drum. Natürlich, ich meine, das Land nicht, ist ja eines der schönsten Länder der Welt, wissen Sie. Bayerische Alpenvorland, besonders ist überhaupt eines der schönsten, das sage ich ja. Es gibt allerdings in Amerika ein ähnliches Land. Das muss gleich in der Nähe von New York sein. Nein. Nicht Maine? Nein, Maine ist gar nicht verwandt mit Bayern. Das ist der Staat Washington State. Ja. Das hat die größte Ähnlichkeit mit Bayern. Das ist sozusagen Bayern und Österreich zusammengenommen. Nur haben die noch mehr, sie haben Berge, Seen, große Bauern und das Meer. Das ist eines der schönsten Länder, die ich in Amerika gesehen habe. Ne? Die hat sehr viel Ähnlichkeit. Und das verändert sich nicht in seinem Charakter? Nein. Das ist ein merkwürdiges Land. Die Bauern sitzen fest. Wissen Sie, das sind Riesenbauern. Ich meine, das sind keine Bauern, das sind halt Farmer. Ne? Ja. Aber da sehen Sie den patrizischen reichen Bauern, nicht den Farmer, den sie sonst in Amerika sehen. Ja, ich verstehe schon. Das ist ein ganz anderer Typ, den habe ich nie in Amerika wieder gesehen. Und das worauf führen Sie das zurück? Ist das, sind das Nachkommen von irgendwelchen europäischen Bauernstaaten? Ach, Norwegen. Lauter Norweger. Ja, was das? Da sind vielleicht in den Städtchen, da ist ein Bruder von mir, der lebt in dem kleinen Städtchen Bellingham. In den Städtchen sind, hat er mir erzählt, 2 Österreicher und 3 Deutsche. Das sind alles Norweger. Und das sind eigentümliche, stille Menschen, sehr fleißig und sie haben ein bisschen was, das unser Bauer gar nicht hat, patrizisch. Sie haben die Häuser sehr schön gebaut, gar nicht also so. Na, bei uns in Niederbayern haben sie Schach gehabt früher.
Ja, ja, das haben sie die schon. Die waren schon patrizisch, ja. Gell? Ja, ja. Ich meine, da gibt es schon Hilfe, ja, von das ist richtig. Einer großen Ehrwürdigkeit, ja, geradezu, ja, nicht wahr? Und ich glaube, ein bisschen halten sie es da drunten auch noch mehr. In Oberbayern ist ja schlechter. Ja, da kann man eben die Fremden zu halten. Ja, das ist ja. Ja, nun, was kann man machen? Die Welt ist sehr erschlossen und der Mund ist sehr erschlossen. Ja, freilich. Und was wird's eigentlich besser? Mein Asthma kann es nicht heilen. Also, was ist die Mundfliegerei? Das ist ja komisch. Jetzt sagen Sie, aber wenn Sie so doch bayerische Bücher schreiben, dann müssen Sie doch auch wieder mit Bayern ein bisschen Kontakt halten. Also, wie ist das mit dem Rüberkommen zum Beispiel? Ja. Umsiedeln wollen Sie ja nicht, das haben wir schon mal besprochen vor ein paar Jahren. Gell? Ja, ja. Dann haben Sie gesagt, Sie möchten sich nicht mehr so verändern, das dauert zu lang und solche Sachen. Aber Sie müssen, kommen doch oft rüber einmal. Ja, oder? Ja, rüberkommen muss ich selber wieder. Denn ich muss ja die Leute anschauen. Nicht? Ich meine, ich kann ja nicht aus der Luft was runterziehen. Nein, das stimmt schon. Darum muss ich schon rüberkommen. Nicht? Waren Sie bei Ihrem Bruder draußen jetzt? Ja, da war ich auch bei meiner Tochter. Da muss ich jetzt morgen noch mal raus. Weil ich ist die in der Starnberger Gegend auch? Die ist in Berg, in meiner Heimat. Im Berg, ja. Ja. Ich habe zwei Kinder und da bin ich schon draußen. Und dann besuche ich natürlich meine alten Schulkameraden. Nicht? Und da schaut man halt das Zeug an. Aber Berg ist ja kein... Ist ja kein Bauerndorf. Ja, überhaupt, schon lange nicht mehr. Das ist ja alles. Nein, schon lange nicht mehr. Um Gottes Willen, das war schon vor 60 Jahren nicht mehr. Das war es nie, ne? Nein, nein. Ja, lieber Herr Graf, das ist fein. Wie lange bleiben Sie noch da? Ja, ich bleibe vielleicht, ich warte, die Wiener wollen mich haben. Und die wollen mich aber im September haben. Aber ich fliege ja am 14. schon wieder nieder, ne? Am 14. August schon? Ja. Nein, nein. Nein, September. September, aber da. Muss ich zuerst noch nach Zürich und dann nach Frankfurt, dann nach London und von London gehe ich zu Leib nach Yorkshire, das sind da alte Freunde, und dann fliege ich lieber. Ja, also Sie sind, wie man sagt, ein internationaler Bayer. Ja, etwas, das muss man schon sagen. Das auch noch. Also, das auch noch. Ja. Also, dann auf Wiederschauen, gell? Ja, beim nächsten Mal aber. Ja, wieder, ja, ja. Also, auf Wiedersehen. Auf Wiederschauen, ja. Servus.